Ja, liebe Fans vom Drums and Percussion, es ist für mich heute ein besonderer Moment, hier stehen zu dürfen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich im komplett leeren Heinz-Nixdorf-Museumsforum stehe und zu Ihnen, zu euch sprechen darf. Ich freue mich aber sehr, die Grüße der Stadt Paderborn ausrichten zu dürfen zu einem ganz besonderen Moment, denn wir befinden uns in einer ja ganz besonderen Zeit, die alle gemeinsam uns fordert. Und ich bin sehr dankbar, dass Drums and Percussion, das größte Schlagzeugfestival Europas, trotzdem stattfindet, wenn auch in anderer Form. Aber ich bin sehr dankbar, dass die Organisatoren sich überlegt haben, eben jetzt zu Pfingsten, an dem Wochenende, würde normalerweise zum 9. Mal dieses große Festival hier im Heinz-Nixdorf Museumsforum stattfinden, und dass dieses Festival so in dieser Form zu Pfingsten in digitaler Form stattfinden wird und im Oktober. Und das ist das Besondere, und wir hoffen natürlich alle, dass es dann auch im Oktober stattfinden wird, dann wieder live hier aus dem Heinz-Nixdorf Museumsforum durchgeführt werden kann. Zu Pfingsten dürfen wir bislang ein unveröffentlichtes Konzertvideo, viele Videos werden gezeigt. Frühere Festivals haben hier immer wieder stattgefunden. Ich hatte gesagt, mittlerweile zum 9. Mal sollte es in diesem Jahr hier stattfinden. Und viele, viele Videos, die hier aufgenommen wurden, die dann jetzt ganz speziell für dieses Pfingstwochenende restauriert worden sind, in unzähligen Stunden abgemischt wurden, die dann zur Verfügung stehen. Und zusätzlich werden Interviews mit einigen Künstlern via Skype live gestreamt. Und für alle, die die Teilnahme an einem Workshop zu Pfingsten geplant hatten, werden Online-Workshops abgehalten, welche unter anderem von Chester Thompson und Lenny Castro aus Nashville und Los Angeles kommen. Auch dafür möchte ich an dieser Stelle schon herzlichen Dank sagen. Aber auch aus unserer Partnerstadt Belleville kommt ein Beitrag, wo es seit dem Jahre 2014 das Partnerfestival Drums and Percussion Belleville gibt. Drums and Percussion Paderborn in digitaler Form bietet einen Rückblick auf vergangene Festivals und gibt gleichzeitig einen Ausblick auf das Live-Event im Oktober 2020. Besonders erfreulich ist, dass alle Musikerinnen und Musiker, die für diesen Mai zugesagt haben, auch im Herbst dabei sein werden. Auch dafür an dieser Stelle schon ein ganz besonderes Dankeschön. Mit der erstmaligen digitalen Variante von Drums and Percussion Paderborn möchte sich Paderborn auch bei allen Festivalbesuchern bedanken, die ihr Ticket für das geplante Festival behalten haben und nun zusätzlich das Online-Angebot nutzen können. Ich möchte Sie aber auch dazu einladen, mit einem Online-Ticket für alle Digitalkonzerte das Ehrenamt und vor allen Dingen auch die Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Denn Musik und Kultur hat auch im digitalen Zeitalter einen ganz besonderen Wert. Und es freut mich in besonderem Maße, dass es dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten gelingen konnte, dieses Event auf die Beine zu stellen. Zu Pfingsten in digitaler Form und live im Oktober. Mein Dank geht an erster Stelle an den Vorsitzenden des Vereins Drums and Percussion Paderborn, Uli Frost, mit seinem gesamten Team. Das ist ihm immer außerordentlich wichtig. Ich möchte natürlich auch dem Geschäftsführer dieses wunderschönen Heinz-Nixdorf-Museumsforum, Herrn Dr. Jochen Viehoff, ganz herzlich Danke sagen, der immer als Kooperationspartner dabei ist. Ich danke Joe Percaro, für dem 23-fachen Grammy-Gewinner Al Smith, sowie an alle Sponsoren, hier stellvertretend den Firmen Sennheiser, Lightpower und Neumann, und an alle, die in welcher Form auch immer mit Rat und Tat für dieses große Ereignis zur Seite stehen. Es füllt mich wirklich mit großem Stolz, dass Paderborn Schauplatz dieses bedeutenden internationalen Festivals in digitaler und analoger Form ist. Ich wünsche allen, die am Pfingstwochenende digital an den Konzerten und Workshops teilnehmen, gute Unterhaltung
und freue mich schon heute auch auf das Festival im Oktober, welches wir dann hoffentlich wieder live erleben werden. Ein ganz herzliches Dankeschön und herzlich willkommen in Paderborn.